Na, Staravia, auf eine gut ausgeführte Operation. Der Wodka schmeckte scharf und sehr russisch. An die Arbeit. Sehen Sie bitte. Igor, der sicher auch Schuganows Leibwächter war, hatte sich auf einen Stuhl nahe der Tür gesetzt. Schuganow stand an dem ovalen Tisch in der Mitte des Raumes. Auf dem Tisch lagen einige Fotos und eine Karte von Moskau und Umgebung. Die Fotos zeigten Oskar und eine Frau, die ich als Lola wiedererkannte. Manche der Fotos zeigten die beiden vor einem großen roten Haus in einem tief verschneiten Birkenwald. Auf der Mauer, die sich um das ganze Haus zu ziehen schien, waren Gegenstände zu sehen. Die Überwachungskameras ähnelten, und auf einem der Bilder erkannte ich den großen Iren mit dem Totschläger aus unserem Haus bei San Sebastian. Auf einem anderen schienen Oskar und Lola in einen heftigen Streit verwickelt. Lola war ganz die Alte, wie auf den Fernsehbildern in Kopenhagen, aber Oskar sah mitgenommen und wütend aus. Sind Sie bereit zu hören, was wir wissen? Ja. Gut, Mr. Lyme. Das Objekt wohnt in einer neu gebauten Villa außerhalb Moskaus, einem alten Datschenviertel. Früher hielt sich die Parteielite dort auf, jetzt ist die Gegend in privaten Händen von, wie soll ich sagen, geschäftstüchtigen Menschen.